Welcome back to another German food review, and it's pretzel time from Ditch, and that's a special pretzel, a pretzel filled with Nutella. So let's take a look here. There it is, pretzel with a wrapper. Two pretzels actually. Yes, I'm greedy. Look at this, a lot of holes in the pretzel. So, okay, this pretzel is not cut, it's really filled with Nutella. Let's see how much. You can see it, Nutella, filled with Nutella. Laugenbrezel pretzel. All right, is there more on it? Nope, that's it. Yeah, calories, I don't know. It's not on the website. I guess 350, 400 calories, something like that, right? I mean, a butter pretzel has like 350. So this is maybe, 350 as well. All right, yeah, let's do a thumbnail and then it's eating time. Okay, that will be the thumbnail. Yeah, I also got a coffee, of course, not from Ditch, right? From Le Crebac, as always. And I need a zip. Prost. So, now let's get to the Nutella. Nutella. What's the price of this one? €1.80. So, two pieces, €3.60. You can see it, €1.80. Ditch. Coffee, as always, €2.30. Drip coffee, large. So, let's eat. Which one first? Enemenemu und aus bist du. But I want this one. Okay, you can see the holes again. And I have no idea if something is in here. I don't think so. Maybe just in this area here. So, let's bite it off right here. Nasty. All right. No Nutella here. Just pretzel, so I guess there's not a lot of Nutella in it. So maybe just 300 calories. Okay, let's break this. There you can see Nutella. Filled with Nutella. Here you go. And it fits actually. Nutella and pretzel. But yeah, maybe it's better to cut it. I mean, it's just this piece here filled with Nutella. And the rest is just pretzel. Good one. Ah, there's no salt on it. Of course, there's no salt on it. Maybe salty Nutella. Have you tried that, salty Nutella? Nice. So you can buy just a cup of Nutella or a jar and then dip it in, right? Pretzel. Or maybe one day a few pretzels. Here we go. I mean, the pretzel itself tastes good, right? But with Nutella, it's just nicer. A sweet pretzel snack. Gefüllt. There's a star on the gefüllt. Here you can see. Alright. Nothing special here. Here we go. There's more Nutella. Yeah, nice idea. Maybe the they should fill this here somehow as well. Otherwise, it's quite nice. Tasty pretzel, tasty Nutella. And with Nutella, it's much better. sweet snack. Last piece. I have to clean this up. Now, Ditch Pretzel Bakery since 1990.
Very nice, actually. Just filled with Nutella. Yep, usually a thumbs up, right? Nutella pretzel. Nothing special here, but still tasty. Well, yummy. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt eine Brezel, und zwar Laugenbrezel mit Nutella gefüllt. Das ist der Stern hier, alles klar. Und das ist von Ditch. Hier seht ihr Ditch. Die ist jetzt neu oder so, habe ich gesehen den anderen Tag, weiß nicht mehr, ein paar Tage her. Und ja, mal gekauft, kostet 1,80 Euro eine. Und erst dachte ich so, die haben die aufgeschnitten. Ist aber nicht, die ist hier wirklich gefüllt, aber nur hier hinten leider. Nicht hier vorne, hier vorne geht wahrscheinlich nicht so gut. Aber irgendwie haben die das hier hinten reinbekommen. Wie auch immer. Ja, ihr seht hier die ganzen Löcher und da kommt Nutella raus. Ja, könnte man bestimmt auch kurz warm machen, aber dann löst sich ja Nutella auf. Hier ist noch ein Kaffee und ich brauche einen Schluck. Prost. Ja, was kostet eine Nutella-Brezel? 1,80 Euro hier. Ich habe zwei gekauft, deshalb 3,60 Euro. Ditch. Es bediente sie Kassierer, alles klar. Und der Kaffee, wie immer. Ja, müsst gleich daneben. So, dann werden wir mal gucken. Ja, wenn man das hier vorne abmacht. Hier ist nichts drin. Wie ihr auch seht, ist da kein Salz drauf. Das ist natürlich gut. Soll ja ein süßer, ein süßlicher Snack sein. Here we go. Ja. Ist halt, wenn man halt eine Brezel ohne Salz isst. Schmeckt gut, aber ist jetzt nicht super aufregend. Man braucht immer einen Dip dazu. Oder es ist besser mit Dip. Wenn man richtig Hunger hat, dann isst man auch eine Brezel so. Schmeckt aber lecker. Aber natürlich Highlight ist hier hinten. Okay, wir müssen den mal aufmachen. Hier seht ihr die Löcher. Okay. Noch nicht. Hier. Und tada, da ist Nutella irgendwie reingekommen. Ja. Hier wir go. Und ja, es gibt ja auch diese Sticks, Nutella-Sticks. Auch mit Brezel. Also man kann sich so einen kleinen Nutella-Becher kaufen. Und dann eine Brezel reindippen. Das geht auch. So ein kleines 800 Gramm Gulasch und so 3-4 Brezeln dazu. Hier, wie gesagt. Prost. Ja, vielleicht könnte man das hier noch irgendwie reinkriegen, aber vielleicht ist das doch zu klein. Also hier auf jeden Fall nicht, aber vielleicht in die hier so. Das wäre noch nicer. Hier, wie gesagt. Ja, aber passt sehr gut zusammen, Brezel und Nutella irgendwie. Und natürlich auch eine andere Creme. Könnt ihr da nehmen? Oh nein, nee, das ist kein Nutella, gut. Räuchern, lecker. So, wieder. Und deshalb hat man wahrscheinlich das Ding hier, damit man die da schön halten kann. Brezel und Nutella. Was gibt es noch für andere Aufstriche? Vielleicht mit denen. Hier, wie gesagt. Ja, super Idee. Es ist halt eine süßliche Brezel. Wenn man keine Süße haben will, nimmt man halt eine mit Butter oder so. Oder einfach so. Aber so ist dann ja, langweilig vergleich zu dem. Ich meine trotzdem. Leichtes Brezelaroma. Ohne Salz. Dafür süß. Und natürlich schöner Nutella-Geschmack. Nutella. Okay. Prost. Ja, es gibt locker noch oben. Schmeckt lecker. Ich würde gerne mal wissen, wie die das hier reinbekommen haben. Ich meine, da muss ja noch ein kleines Loch vorher drin gewesen sein, oder? Da war ja mal Teig irgendwie.
Aber wie auch immer, das ist ganz nice. Vielleicht schaffen sie es noch, die noch mehr zu füllen. Das wäre noch besser, Helio. Aber schmeckt ja so gut. Daumen nach oben. Le Crobac, Daumen nach oben. Ist 1,80 € zu teuer dafür. Was sagt ihr dazu? Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was die Butterbrezeln kosten. Ich glaube 1,50 €. Okay, da ist Nutella der Name. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.